Ist ein Verhörraum? Ja. Was wollen Sie denn da von mir? Sie haben uns belogen. Wie kommen Sie in den Lernraum? Sie haben Frau Weigel gestern telefonisch erreicht. Sie haben mit ihr gesprochen. Um 20.41 Uhr. Ja, ich habe hier auf die Mailbox gequatscht. Dauer des Gesprächs 2 Minuten und 19 Sekunden. Ja, also gut, ich habe mit dir geredet. Worüber? Privates. Zum Beispiel, dass Frau Weigel sich von Ihnen getrennt hat? Was haben Sie nach dem Telefonat gemacht? Ich bin zu ihr gefahren. Und weiter? Das habe ich Ihnen doch alles schon gestern gesagt. Ich bin rein und sie lag da. Wie sind Sie in Ihre Wohnung gekommen? In meinem Schlüssel. Sie bleiben also dabei, dass Sie mit Ihrem Schlüssel in Frau Weigels Wohnung gelangt sind? Ne. Wieso sollte ich nicht dabei bleiben? Frau Weigel hat das Schloss an der Wohnungstür austauschen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ihnen anschließend einen neuen Schlüssel ausgehändigt hat. Also gut. Ich habe sie angelogen. Ich habe geklingelt und geklopft. Aber Paul hat nicht aufgemacht. Also habe ich meine EC-Karte genommen, zwischen Türspalt und Schloss durchgezogen, bis die Wohnungstür dann aufgesprungen ist. Warum? Weil ich mir Sorgen gemacht habe darum. Wann genau war das? Ging kurz nach neun. Kurz nach neun? Mhm. Ihr Notruf ging um 23.07 Uhr bei der Polizei ein. Das sind 2 Stunden. Ja, und? Wollen Sie mir sagen, dass Sie 2 Stunden neben der Leiche Ihrer Ex-Verlobten gesessen haben, ehe Sie die Polizei informiert haben? Ich war wie gelähmt. Ich habe den Alkohol gefunden und mich zulaufen lassen. Bitte. Ich habe nichts mit Paulas Tod zu tun. Ich habe sie nicht umgebracht. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie uns anlügen. Das Telefonat, Ihr Beziehungsstatus, jetzt der Schlüssel. Da fragt man sich, was als nächstes kommt. Ich weiß, dass es total verrückt klingt, aber als ich Paula an dem Abend angerufen habe, da hat es an ihrer Tür geklingelt. Und Paula hat gedacht, ich wäre das und hat das Gespräch weggedrückt. Aber ich war das nicht. Wer dann? Vielleicht ihr Lover. Was für ein Lover? Der, mit dem sie mich betrogen hat. Der, mit dem sie mir fremdgegangen ist. Und der sie dann getötet hat.